Susul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Dieb mit buschigem Schwanz, das ist doch die Nele, nee, das ist noch ein anderer. Nele und das ist Gigi Red. Ich glaube, mit Nele könnten wir, ja. Durfna Lorenzi, Warbla Speedo Gat. Gatna Lashufzi, Driba Solarin. Zila Mitzi Fwitzi Speedo, when soup's a blat barfin. Oh, 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 oh. Oh no, Nele! Nele hat schon wieder ein Ei geklaut. Das konnten wir aber noch abjagen. Eieieiei. Warum ist er eigentlich noch so gut drauf? Wie oft müssen wir die denn hier bitte mit Staub füttern? Also ich habe das Gefühl, mit der anderen Wollmaus haben wir uns deutlich schneller anfreunden können. Immer noch niedrig. Ja, hau du dich auch erstmal hin, es ist schon relativ spät. Oh! Weiß nicht, wer es diesmal war, aber die mischen hier die Hühner ganz schön auf. Krass, aber der eine Fuchs ist jetzt bei uns im Haus drin. Das ist bestimmt die Nele, oder? Ja. Naja, Eliza und Nele haben sich ja so ein bisschen angefreundet. Oh, ich hasse das, wenn ich nachts aus... Ja, obwohl, dass ich aufwache, weil ich aufs Klo muss, das habe ich tatsächlich eigentlich eher selten. Ich glaube, das habe ich noch nie gehabt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt. Ah, guck mal. Glückslevel immerhin schon mal neutral. Trüffel. Oh, das ist süß. Nee, du nimmst jetzt kein Glas Wasser, du legst dich wieder hin. Wir haben ein Spielzeug bekommen. Was denn für ein Spielzeug? Oh, guck mal. Quietschspielzeug. Aber ich glaube, das wäre ja eigentlich eher was dafür, wenn wir eine Katze hätten, oder? Und nicht für einen Hund. Müssen wir mal gucken. Also, wenn wir einen Hund hätten und nicht für eine Katze. So. Oh no, das Radio ist kaputt gegangen. Haben wir noch was zu essen? Reste nehmen? Ja, wir haben noch was zu essen. Dann soll Eliza sich jetzt gleich erstmal die Essensreste nehmen. Ich mache das jetzt mal wieder im Schnelldurchlauf, weil ich finde halt, das ist eigentlich immer ziemlich langweilig. So was sich jeden Morgen abspielt, das ist halt jeden Morgen das Gleiche. Oh, der Chef von Don ist zufrieden mit der Arbeit, die Don zu Hause erledigt hat. Das ist doch eine feine Sache. Spino? Ja, Fruz. Oh nein, shit. Schnelle Mahlzeit, grüne Milch, ew. Ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich kann er dann gleich essen. Der muss ja auch noch was essen, bevor er arbeiten geht. Das geht ja nicht anders. Der Arme, der verhungert uns ja sonst. Oh, sie ist mal wieder was am... sie malt mal wieder was. Auf Plopsi anbieten. Ja, jetzt kann sie theoretisch es auch noch eben zu Ende kochen. Und dann muss er reparieren, sie um die Tiere kümmern. Eieiei, was ist denn mit unserer Kuh?
glaube, die schläft noch. Die Resi. So, wir müssen jetzt erstmal wieder hier den Viehstall säubern. Futterzustand. Ja, Futter müssen wir auffüllen. Und da auch nochmal Futter in der Nähe verstreuen, dass es unseren Tieren gut geht. Oh, wir müssen Resi auch dringend nochmal waschen. Oder putzen oder wie auch immer. Glückslevel ist schon wieder niedrig. Jetzt ist es hier neutral. Eieiei, Lebensstil im Aufbau. Naturfreak ist jetzt im Aufbau. Naturfreaks sind am liebsten draußen an der frischen Luft. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du Aktivitäten eher draußen als drinnen ausführen. Lebensstileffekte. Verschiedene Vorteile durch Außenaktivitäten. Hält sich am liebsten draußen auf. Erhöhte Arbeitsleistung bei Tätigkeiten unter freiem Himmel. Oder angespannt, wenn zu viel Zeit drinnen und nicht draußen verbracht hat. Okay. Was soll man denn da machen? Leo streicheln. Findet er das gut? Er ist trotzdem unglücklich. Ja, Resi müssen wir putzen und melken und Kuh um Lottozahlen bitten. Ja, auf jeden Fall. So, dass es Resi auch mal wieder besser geht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier so ein bisschen überfordert, alles unter einen Hut zu bekommen. Na, jetzt ist sie wieder halbwegs glücklich. Glückslevel hoch. Wie lange dauert das, bis das Glückslevel irgendwie wieder absackt? Also ich würde mich auch gerne mit den anderen Wollmäusen noch anfreunden hier, und zwar ordentlich anfreunden. Weil ich kann jetzt irgendwie... Warum ist sie angespannt? Alles wirkt ein bisschen schmutzig. Bling. Ich möchte mich gern mit Trüffel und Mausi noch anfreunden. Hier können wir wieder mit Staub füttern, das geht schon wieder. Hier auch. Also, ich muss sie tatsächlich noch weiter... Mausi ist schon wieder so garstig. Die war doch eben mal kurz auf neutral. Glückslevel hoch. Streicheln. Aber wir haben doch eben... Ach, hier. Utranium. Haben sie eben noch gefunden. Was ich aber scheinbar auch nicht da ins Regal reinlegen kann. Das ist natürlich schade.
Mit Staubfüttern. Also langsam, aber sicher wird's was. Leute, ich kümmere mich auch wieder mehr um das andere. Um alles andere. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt ganz gerne... So, guck mal. Trüffel. Mausi ist garstig. Trüffel ist viel später aufgetaucht. Und mit Trüffel haben wir uns schon angefreundet. Also wie gesagt, sobald wir uns hier mit Mausi auch angefreundet haben, werden wir uns einen Staubsauger kaufen. Oh, 30 und 36 Simoleons. Aber ganz ehrlich, Leute, so Staubmäuse, so Wollmäuse. Ah, jetzt ist es hoch. Die scheinen sich schon zu lohnen. Ich möchte mich mit dir anfreunden, Mausi. Ja! So, jetzt haben wir uns mit Mausi auch angefreundet. Die kommt jetzt noch dahin. Jetzt haben wir hier unsere Staub... unsere Wollmaus-Gang draußen. Leute, jetzt wisst ihr, was in den nächsten Folgen so ansteht. Sauber machen. Ganz dringend sauber machen. Guck mal, das können wir sogar schon wegwerfen, so sauber, so dreckig ist das hier. Staubsauger. Staub. Ich glaube, es ist relativ wurscht, was wir für einen Staubsauger nehmen. Aber ich würde vielleicht den hier nehmen. Für den müssen wir auch erstmal wieder Platz haben hier. Müssen wir hier noch mal ein bisschen basteln. Voilà, nee, das wollte ich nicht, das wollte ich. Die. So. Jetzt müssen wir hier mal dringend... Ah nee, wisst ihr, was das machen wir? Oh, introvertiert. Oh, ups. Oh, das ist auch vergammelt. Wenn ich das jetzt wieder auffülle. Nee, dann ist das immer noch gammelig. Oh Gott, hier geht alles gerade den Bach runter. Das ist alles nur, weil ich mich die ganze Zeit mit den Wollmäusen anfreunden wollte. Naja gut, wollen wir sie reinlassen. Ich würde aber sagen, das war es für heute. Die haben uns ganz schön Arbeit gemacht. Aber jetzt haben wir drei kleine putzige Wollmäuschen. Und ich würde auch sagen, jetzt reicht's. Drei Wollmäuse, alle guten Dinge sind drei. Drei Wollmäuse haben wir jetzt, die können uns mit Wertsachen versorgen. Die dancen hier ab, die freuen sich. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und macht's gut. Bis dahin. Ciao.